Hallo, liebe Freundchens, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stardew Valley. Harveys Geburtstag ist der nächste. So, heute sehr glücklich. Oh, nice. Fischfokus, Katzenfisch. Dieser relativ seltene Fisch kommt nur aus seinem Versteck, wenn es regnet. Du findest ihn in den Flüssen in der Nähe von Städten, wo er sich an allen möglichen Resten im Wasser labt. Er mag aber keine höheren Temperaturen, also brauchst du dir im Sommer keine Mühe mit der Suche geben. Okay. Ich meine, wenn die ja... Boah, ist ja cool aus hier. Kein Schneefall. Sieht immer so klar aus. Ich würde sagen, wenn ja mir die Geister so hold gesonnen sind. Werden wir doch einfach mal in die Schädelmine gehen, oder? Sollte er die scheiß Kuh melken, Alter. Das System müsste echt automatisch so eher die Kuh bevorzugen, wenn da zwei aufeinander wären, anstatt hier wieder ein Schaf. Ich glaube, die da fehlt noch, oder? Auch nicht. Alt gut. So. Zack, 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 zack. Nein, kein großes Ei essen. Weg. Da habe ich Shane einfach mal ein Schattenei geschenkt. Tja, es tut mir leid, ne? Was siehst du auch so ähnlich aus wie Sebastian? Kein nix für. Dann werden wir auf jeden Fall jetzt einen fetten Abstecher in die Dings machen. In die Mine. In die Schädelmine. Oh, die Bäumchen wachsen. Du, du, du. Hm. Ah, es ist schon ziemlich geil. Hier sind 6 Bäume drin. Und da kommen auf jeden Fall noch eine ganze Menge dazu, wenn ich weiß, welche ich noch anpflanzen werde. So, die Kaffeebühnchen kommen alle da rein. Die kommen alle hier. Und dann können wir uns nämlich auch gleich die würzigen Aale mitnehmen. Okay, passt alles rein, wunderbar. Ja, schon wieder so viel Zeug drin. Oh, guck mal, die haben die Qualitäten hier wieder verbessert. Alles von null auf gut. Schützen, okay, das brauche ich nicht. Den würzigen alten Matrosenteller. 115. Ah, nehmen wir beides mit, ist okay. Ich denke, das reicht. So, da mal ein Krokus, ne? Können wir essen? Nö. Könnte man aber. Bringt aktuell nichts. Eine prähistorische Handaxt. Dü-düm. 9 Uhr, hopp, hopp. Faules Stück, wo bist du? Pam! Um 10? Okay. Ich dachte, es würde um 9 losgehen. Hier hängt nichts. Und es müsste eine höhere Auswahl an Quests geben, weißt du? Dass du so ein riesig fettes Arsenal hast. Woraus du halt immer auswählen kannst. Und nicht halt alle paar Tage vielleicht mal eine Quest. Und hat nur eine Auswahl. Hier könnte man noch so viel machen in dem Spiel. Ich bin da gespannt, wenn dann auch bald irgendwann mal der Multiplayer kommen sollte. Wie der gestaltet wird. Na komm. Hätte ich gleich mal eine Edelwicke für sie mitnehmen wollen. Naja, egal. Wir nehmen erstmal alles mit, was wir hier finden, wieder. Kakteenfrüchte. Ich habe schon eine ganze Weile hier nichts mehr gesammelt. Ist immer noch alles voll hier.
Also auch eine Kakteenfrucht, an die komme ich gar nicht ran. So, hier noch irgendwas. Da ist jetzt irgendwas. Ach, Würmchen, okay. Die Würmchen ignoriere ich einfach gerade mal. Noch mehr Würmchen. Gut, auf geht's in die Mine, Leute. Ich meine, wenn die Geister mir so wohl gesonnen sind, also direkt schon. Ach nee, das war Aquamarine. Direkt ein bisschen Aquamarine. Hm. Das mag ich nicht. Unbesiegbare Wesen sind mir immer suspekt. Stimmt, Mumie gibt es ja leider auch. Hm. Ich bin ziemlich unlucky. Okay, doch nicht. Alles gut. Bam. Ein Rubin. Okay. Ich werde erstmal ein bisschen immer durchlatschen, bevor ich hier unnötig Steine hacke. Ah, siehst du, da hinten haben wir noch was. Können wir noch ein paar Kisten kaputt machen? Ein paar. Bam, bam, bam. So, dann machen wir jetzt alles kaputt. Schon cool, dass wir so leicht die Treppen bekommen durch das Lucky-mäßige. Da sollte man wirklich ein bisschen mehr drauf schauen. Armer Schleim, so eingesperrt. Kann ja gar nicht angucken. Ein Erdkristall. Eine Jade. Zwei Stück sogar. Ja, ja, in der Tat. Bam, 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 bam. Sie verarschen? ein laufender Untoter. In der im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ein wieder aufgestandener Toter. Oh, ein Diamant. Nehme ich dich auch noch mit. Zwei sogar. Die kann natürlich. Kann ich ja natürlich nicht einfach so weglassen. Ich kann so nicht graben. Boah, was ist mit euch jetzt falsch, ey? Müsste es aber nicht auch eigentlich bedeuten, dass ich mehr kritte? Wenn ich lucky bin? Eigentlich doch schon, ne? Und das Geile ist, ich kann mich hier reggen bei den Schleim und die können mir nicht ein Damage machen. Weil sie mir keinen Schaden machen können. Ich kann mich hier in Seelenruhe wieder hochheilen bei denen. Ich gehe jetzt nur noch in die Mine, wenn ich lucky bin. Das ist ja unglaublich geil, ey. Meine Fresse. Das ist ja mal ultra einfach. Schleim. Haben wir uns wieder ein bisschen hoch? Nein, anscheinend doch nicht. Nicht so gut zumindest.
Da wieder. Bam, 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 bam. Iridium. Oh, Kohle noch gar nicht mitgenommen aus diesem. Aber ich habe noch nicht ein einziges Loch bisher gefunden. Und ich bin ja schon in Ebene 9. Und auch keine Treppe gefunden. Ich habe keinen Platz mehr. Wow. Wow, was soll ich dazu sagen? Außer wow. Das ist eben nutzlos. Das ist nicht viel Gold wert. Das Glück hat mich verlassen. Ich liebe es, die Schleime zu killen. Iridium. So, Energie könnte irgendwann Probleme machen. Habe ja noch vor, ein paar Stündchen hier zu bleiben. Auch wenn ich überhaupt gar nicht runterkomme hier wirklich. Ich bin immer noch eben, ich bin eben eine 10. Das erste Loch, wow. Das erste Loch. Davon hätte einfach viel mehr kommen müssen schon. Heilen kann ich mich dadurch ja immer wieder durch die Schleime. Pew, 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 pew. Ist klar, Alter. Bombe. Kein Platz für die Bombe. Die gibt es leider auch nicht als Kampfziel. Ist ja auch ein bisschen schade. Oh. Ein Hit, bam. Treppe gefunden. Erdkristall haben wir auch noch. Zwar ist das nicht so wertvoll, was ich eigentlich. Also, ich möchte eher lieber das Iridium haben. Dafür müsste ich weiter runter. Ups. Ja, ja, entspann dich. Entspanne dich. 19 Uhr ist die Zeit, wo man so schnell rumgehen muss. Meine Güte, ey. Irgendwann weg, Holz. Ja, meinetwegen. Hartholz ist ja nicht mehr wertvoller. Gut, aber die Blocken funktionieren nicht mehr so richtig. Ich bin ganz so doof dafür. Vermutlich. So, keine Treppe. Gibt's nicht. Bam, bam, bam. 36er Crit. So viele Ledesteine schon bekommen. 4 Smaragde. 5 Rubine.
brauche mehr Schleime. Genau, die da möchte ich haben. Das war die höchste Chance, wie Iridium zu kriegen oder so. Auf den Low-Etagen. Finde ich gut. 21 Uhr ist es schon. Ach man, so schnell vergeht die Zeit. Ist das Gold oder Topaz? Das ist Gold leider. Können die auch gerne mal ein Dings geben? Eine Treppe? Aber wir wollen die auch nicht so richtig. Die Schleime. Das ist ja schade, ey. So wenig Treppen, so wenig Dings gefunden. Löcher. Aber wahnsinnig viele Geoden. 17 Stück. Omni-Geoden. Ne, Lava-Geoden hatte ich hier nicht. 19. Du, du. 22.20 Uhr. Boah, jetzt habe ich aber gleich alles abgehackt, ne? Ist euch schon klar. Doch unlucky. Oh, ja, ja, ja. Fledermäuse, wow, sowas gibt's ja, ja. Rubin. Zwei Stück sogar. Ein Amethyst. Kann ich nicht mehr mitnehmen. Aber das möchte ich natürlich nicht. Ah, Zeit haben wir noch. Alles gut. Alter, so viele Omni-Geoden. Crazy. Ja, ich habe es leider nicht weit geschafft. Ich kenne die Zahl nicht so richtig erkennen. Mein Dextory-Overlay ist noch drüber. Ich finde es cool, dass sie trotzdem auf mich zukommen, die Schleime. Nicht, dass es irgendwie so ein Anti-Schleimring ist oder so, sondern wirklich ein. Dass ich einfach keinen Schaden mehr bekomme. 1 Uhr oder so gehe ich ja mal raus, ne? Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, dass ich nicht weit runtergekommen bin. Wow, okay, das mache ich noch. Das dann möchte ich noch haben. Oh, eine schöne Knüppelkeule da. Okay. Auf geht's nach draußen. Ein Uhr. Aber es reicht auf jeden Fall locker. Halbe Stunde hätten wir wahrscheinlich sogar noch machen können. Aber nicht so schlimm. Alter, habe ich viel Zeug. Ich habe nicht mal nichts essen müssen. Was ich alles bekommen habe, ist ja irre. Irre! Ne, eine halbe Stunde einfach nicht machen können. Dann wären wir jetzt umgekippt. Heimize.
So, gehen wir ins Bett, machen ein kurzes Päuschen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Stardew Valley. Ich danke fürs Zusehen, bis dahin, ciao!